Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter. Wir craften unseren Planeten weiter. Voller Freude bin ich wieder hier, weil das Spiel macht einfach Spaß, weil es ist so schön ruhig, entspannend. Wir gehen natürlich später und vielleicht heute gleich noch in Nightingale rein. Keine Sorge, das ist nicht weg. Aber ich brauche mal nur kurz ein bisschen Abwechslung, was halt nicht immer nur so schnell farmen, Schlag, Boom, Ding, schlagen, prügeln, kämpfen. Einfach nur mal ein bisschen chillig. Das ist schon, muss auch mal sein. Ja, was haben wir vor? Wir werden natürlich wieder in die Leiterplatine hier. Ah, ist voll. Wir werden natürlich wieder in die Ding reinschauen. Das ist auch voll. Das heißt so viel, wie das da eh nichts crafted werden kann. Hey, Terror! Danke! Danke, Terror! Danke, danke! Absolut guter Kerl. Habe ich vorher schon geredet mit ihm. Aber da, nachher dann geht es wieder weiter in Nightingale. Aber jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier mal ein bisschen was in, auch weiterbringe. Ey, da schlagen schon alles ein. Wähler! Moin, mein Freund! Und dem wieder was hört mal. Ja, das andere Spiel war nicht sein, glaube ich. Chut-chut, Hype Train! Chut-chut! Das freut mich, dass ihr hier seid. Kannst du mit mir mitschauen? Ah, jetzt kommen wieder ein paar gute Games. Mela, da können wir sicher mal miteinander wieder was starten. Da kannst du uns beistoßen wieder. Uns fehlt meistens ein vierter Spieler. Wir haben jetzt ein dritter. Ein fünfter. Sorry, wir haben einen Darky, der kommt zu Once Human wieder. Wir haben einen Terror und wir haben einen Void und mich, sind vier. Once Humans passen auch acht rein jetzt, das hat neueren. Und in den meisten Games passen dann eher so um die vier, fünf rein. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Freue mich schon. Das wird sicher ein Mörder. Wieder alle fein, mal hier. Was? Wer stoßt was nicht? Ey, wo kommt das ganze Zeug hin? Oh, ist voll. Na, möglich mal eben den Autostart. Tut. Oh. So, wir bauen hier jetzt da. In die Breite, ich möchte nämlich meine Beete hier runterholen. Und das letzte. Ey, Stefan, den letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Da brauche ich die normale Aufklärung. Warum kann ich da nicht drauf liegen? So, die will ich da runterzahlen, alle, die ganzen Anbauteile. So, mal schauen, was wir brauchen. Eisen. Ja gut, okay. Muss mich nicht stoßen, ja. Das ist vielleicht eh besser. Aber vielleicht schaffen wir es mal ohne Stoßen Koop wieder. Ich hab das jetzt den Satz jetzt nicht überrissen auf die Schnelle. Sorry, da bin ich mein Hirn manchmal ein bisschen langsam. Jo. Ich weiß auch noch nicht, wie viel Koop-Spieler Planet Crafter dann zulässt. Das ist ja auch wirklich total geschmeidig hier. Vor allem, weil man unendlich hochbauen kann, wie man das sieht. Ah, da werden wir sich schon was Schönes finden.
Aber jetzt setze ich mal die Hoffnung in. Weiß nicht. Hast du. Wähler, hast du in Once Human damals Zugriff gehabt? Hast du Zugang gehabt? mach mal Koop ohne Stoßen. Das ist mir ja auch lieber eigentlich. passt, weil alle, die was drin waren, beziehungsweise Zugriff hatten, haben ihn wieder. Von daher ist da auf jeden Fall ja mal schon. Da ist ja schon. Da passt schon mal, haben wir schon mal einen Fixstarter mehr, wenn du natürlich, wenn du willst, natürlich. Man, ja, zwingen kann man ja kann. Da wären wir wieder beim Stoßen. Achso. Naja, gut. Man muss dazu sagen, dass Once Human erst am 28. März losgeht. Jawohl, Terror, mit dir habe ich eh schon fix gerechnet. Ich hoffe, das funkt mit dem Zugang. Also das ist so richtig so ein Dauerding. Was ist im Void? Ist jetzt im Void sein Lieblings. Das habe ich auch in die Wicked News gesagt. In Void sein Lieblingsgame. Da kann er farmen. Nö, 28. März steht auf der Homepage. Und da was. Achso. Dann, ich habe heute nämlich die News gemacht, die Wicked News, und da habe ich nachgeschaut, da war noch 28. Vielleicht habe ich das dann übersehen. Ist ja wurscht. Da war auf jeden Fall. Es kommt bald. Da möchte ich auf jeden Fall wieder mit reinschauen, weil das Spiel bietet so viele Möglichkeiten. Und man muss halt auch. Ja, man muss schon. Man muss das mögen, das Setting. Dieses Apokalypse-Setting ist ja nicht für jedermann was, ne? Ja, okay, gut. Ist halt, das ist. Na, Stefan, da kannst du ruhig mit rein. Ich bin ja auch nur am Abend da immer. Und außerdem kann da ja jeder für jeder seine eigene Base bauen und gleichzeitig eine Hive-Base. Also es ist sowieso alle bei einem immer. Das geht schon. Da mache ich mir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. So, jetzt müssten die da irgendwann kommen. Und ja, na, also Stefan, wenn ich das sage, ich habe das über einen Monat durchgehend gespielt und war noch immer nicht Max-Level und habe noch immer nicht alles gewusst. Da, wie gesagt, kostet ja nichts. Schau einfach mal rein. Du kannst ja mal reinschauen und wenn es dann Arsch ist oder so, baust deine eigene Base, baut eh jeder seine eigene auch. Oder in der Hive-Base war es so, da wollte er immer gefarmt, weil er es einfach gern macht. Und wir haben dann einfach immer schon die Mats gehabt und haben uns die Munition für die Waffen craftet und sind in die Inis gegangen. Also wir haben auch auf dem Void viel gesetzt. Der Void farmt sich immer blöder, macht das total gern und baut die Hütte dabei ein bisschen auf. Wenn nicht, kann jeder seine eigene Base bauen und eine Hive-Base. Sind ja separat voneinander. Von daher, probier's einfach. Und wenn es kacke ist, dann sagst du, hey, ich steige aus, raus aus dem Hive und. Oder bleib im Hive, ist egal, und dann kommt, dann ist es halt so. Also, aber probieren würde ich es, das macht echt Spaß. Vor allem, wenn es gratis ist. Und ja, Terra, stimmt, ist anscheinend wirklich verschoben, hast du recht. Ah, du steigst zuerst mal ein und dann kannst du aussteigen. Wenn nicht, ich habe heute Wicked News online gebracht. Ein Valheim in schön, ein Edencrafter interessiert mich total. Satisfactory mit Planetcrafter. Du musst dann Planeten craften, wie der, wie hier, von Wüste auf Grün, aber mit Factory-Maschinen und Bandfertigung. Na, dafür bin ich ja da, dass ich dich daran erinnert. Dass du nicht vergisst. So, heißt. Wir bauen hier mal weiter.
Ah, Freunde, jetzt mich. Schau rein mal wieder. Jetzt haben wir schon lange nichts mehr zockt miteinander. Auch Void Train fehlt noch. Ich möchte eh noch unbedingt schauen, dass ich noch ein bisschen was hinkriege von dieser wie Planet Crafter, bevor dann eben diese großen Spiele wieder kommen, die so viel Zeit fressen. Aber es sind halt nun mal auch gute Spiele, muss man dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass es völlig gaga ist. Die sind ja auch wirklich, wirklich gute Spiele dabei. Jetzt legen wir das alles ab. Bin auch für Icarus offen, wenn es dann wieder soweit sein soll. Hab ja Icarus als einer der ersten damals gespielt, gleich bei Release. Und hab's auch lange die Stange gehalten, wie ich die Let's Plays damals zu Icarus gemacht habe. Bevor noch die Open World gekommen ist, da waren ja schon praktisch keine Spieler mehr da. Cooler Smiley. Da waren ja schon keine Spieler mehr da und ich habe dem Spiel trotzdem eine Chance gegeben, weil ich es eben, ich mir gedacht habe, in dem Spiel Großes sehe. Aber ich bin mit dem Spiel wegen einer Sache auf Kriegsfuß und das ist die Engine. Ich glaube, die Engine, das ist keine gute irgendwie. Die buggt das nicht. Das habt ihr probiert damals mit großen Bauten, mehrere Häuser. Das fängt so zum Stocken und Rucken an. Habt ihr ja auch berichtet, ich glaube, du warst das damals, dass du was größer baut habt, dass das dann absolut unspielbar war und das finde ich halt schade, wenn sowas im Vornherein schon eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist. So, wie soll ich denn das da? Ich will da eine Stütze machen. Wie viele kriegen das eine Stütze darauf? Wie habe ich denn das? Ja, ich weiß, aber es ist halt schade, weil eigentlich hätten sie ja nur die coolen Sachen drin. Wo man halt Base bilden kann. Nehme ich hin so. Jawohl. Nein, nee, nicht. Das hast du schon recht, muss man nicht. Ich finde es halt nur schade, weil andere Spieler schaffen das mit der Engine besser. Gerade das Spiel hätte so viele schöne Sachen auch zu bieten. Wo ich es halt schade finde, dass genau das nicht geht. Aber du hast schon recht, darum geht es ja in dem Spiel eigentlich gar nicht. Ja, wie gesagt, Leute, ich brauche hier gerade nur eine Stützkonstruktion, die eigentlich in diesem Spiel ja gar nicht notwendig ist, aber ich hätte das halt gerne ein bisschen realistischer. So! Jetzt haben wir es gestützt. Ja. Nicht alle, das stimmt. Es gibt einige, die kommen damit klar. Das dazu zählen unter anderem Nightingale und so, glaube ich, ist von der alten. Die ganzen gut optimierten Unreal Engine 5 Games kommen, glaube ich, klar. Weil die Unreal Engine ist einfach für außen, für innen, die ist einfach für alles geeignet. Irgendwie. Die kann das alles irgendwie gut. Aber die ganzen, irgendwie habe ich so eine Cry-Engine in Erinnerung, immer wenn ich an Icarus denke. Ich weiß nicht warum.
kann da auch nicht sagen, ob das ein Cry-Engine ist, aber irgendwie habe ich das die ganze Zeit im Kopf. Ja, das stimmt wohl. Wobei man dazu sagen muss, dass Satisfactory 2018 war und eigentlich ja ausgelegt ist auf groß, sehr, sehr groß. Da sieht man aber auch die Unreal Engine, was die kann, weil man sieht da wirklich in der Entfernung, dass das Ganze ruckig und stockig wird, ja. Und nur mal so hackig die Animationen sind, das ist der Performance halt dann geschuldet, aber das stört nicht in der Entfernung. Man sieht es aber deutlich, dass die Engine da schummelt ein bisschen, damit sie da eben die Performance holt. Dem die Animationen und alles runtergeschraubt werden total. Und wie, aber wie gesagt, Satisfactory ist ja auch schon alt, das kriegt's hin. Aber wie gesagt, war von Anfang an auf massiv ausgelegt, ne? Ist auch nicht so realistisch gemacht. Es ist halt schade, wie gesagt, Icarus ist gut, ich habe es ja nicht umsonst so lang gespielt. Finde es halt nur schade, ich hätte es halt gern noch trotzdem in groß mit vielen Leuten. Das wäre schon cool. Warum zum Henker kommt eigentlich kein Erz nach hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Mir echt so Mühe geben, dass ich das da alles schön hinbringe. Ja, es ging aber besser als auf der anderen Seite. Okay, na ja, danke. So, wir haben es geschafft. Wir haben es sogar halbwegs schön gemacht. So, dann holen wir sich jetzt unsere Bienen. Wuhu! So, dann werden wir das jetzt alles abbauen. Oh, du musst das Inventar leer. Ah, warte. Die Dinger produzieren nämlich das Vierfache. Was natürlich eine riesige Erleichterung ist. Ich muss noch finden, mein Inventar. Ich habe so viel Zeug mit. Ja gut, 2017 Monitor WLAN ist ja auch schon ein paar Jährchen, ne? Also Fernseher. Hast du immer am Fernseher gespielt? Ja, gell? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe früher ab und zu mal auf dem Fernseher gezockt, aber da muss ich schon zugeben, dass der Fernseher immer eine schlechtere Qualität hatte eigentlich als der Monitor. Ich weiß auch nicht warum, selbst wenn das ein 4K und was weiß ich was war, irgendwie war der immer schlechter als der Monitor. Das war irgendwie nie gleich. Kann der jetzt aber gar nicht erklären, warum, ehrlich gesagt. Ich baue das lieber zuerst auf, bevor jetzt dann alles am Boden fällt. So. Bahnhof im Freien, wie machen wir das jetzt am dümmsten hier? Das schaut schon gut aus. Ja, wie gesagt, ich habe einen 4K-Fernseher und alles, aber
Aber irgendwie, mir ist ein Monitor immer lieber gewesen. Weil dann nicht so überwuchtig. Weil 4K so groß ist halt trotzdem dann nicht so. Mit der Distanz, es ist halt was anderes, ob ich vor einem Monitor sitze als vor einem Fernseher. Irgendwie ist das halt immer, es ist halt anders einfach. Ich habe am Fernseher aber nie so gern gespielt, muss ich sagen. Früher, auch wie ich den mehr hatte, das habe ich einfach deswegen nicht wollen, weil es halt einfach die Übersetzung von der Maus, die Bewegungen waren irgendwie auch komisch. Aber das war sicher eine Einstellungssache bei mir. Na. Ja, na, das ist. Also, das ist garantiert was anderes. Hundertprozentig. So, jetzt würde ich aber hier gerne noch eins herstellen. Jetzt habe ich da oben noch etwas. Warte mal, jetzt muss man hier nochmal her. Da kann man jetzt ja. Kann man die Ausgabe dann. Die Pflanzen. Ja, du gibst den Pilz raus. Du exportierst auch den Pilz. Du exportierst auch den Pilz. Und du exportierst auch den Pilz. So, jetzt haben wir das einmal hier. So, was brauche ich dafür? Das ist noch Bienenlarven, Wasser, Dünger und Ding. Bienenlarven, die werden ja auch irgendwo produziert hier, oder? Ich muss da immer nachschauen. Wo war denn das alles? Alles so lange schon her. Boah. Das ist, glaube ich, alles voll da. Das sind die Honigdinger unten, die die Bienenlarven herstellen. Ja, ich weiß schon wieder. Mal kurz schauen dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt mal. Jetzt habe ich die Bienenlarven, dann Wasser. Wasser. Dünger? Warum funktioniert der Dünger hier nicht? Was fehlt denn? Ah, Aubergine. Ja, das ist. Das muss ich halt hier mal umbauen, alles. Das ist nicht. Das ist nicht so optimal baut. Mehr damit. Für zwei reicht es einmal so. Andere Aubergine. Schauen wir mal. Wir müssen hier irgendwo noch mehr Auberginen anbauen. Schon 4. Passt. Crafting. So, und 4-mal die Super Alloy. Mal gleich wieder was. So. Das ist halt die Frage, was wir da jetzt anbauen.
liebsten da fast noch weiterbauen, gell? Irgendwie in die Richtung hier. We need some. Ist auch so geil, dass das mit dem Spiel so cool, dass man so schnell unterwegs ist. Das ist schon cool. So, werden wir hier nochmal. Gehen wir ein bisschen ranbauen. Warum? Pflanzi. Oh Leute, ich habe heute Pizza gegessen. Leck mich am Arsch, ey. Das war keine gute Idee. Heute war mir eigentlich scheiß drauf Tagen und habe alles, wirklich, ich habe meine Familienpizza bestellt. Das ist so ein Viech, so. So riesengroß. So wie normalerweise so für drei Leute oder so. Die habe ich auf zweimal alleine gegessen. Und mit Jalapenos drauf und zusätzlich noch Tabasco drauf. Pui! Dann hat meine Tochter mich gesehen und hat gesagt, Papa ist scharf. Die Tränen kommen sind. Und ich habe gesagt, nein, ich ärgere mich nur, dass sie nicht noch schärfer ist. Und sie, ach so. Das war warm. Das spüre ich noch öfter. Die brennt nicht nur zweimal, ich glaube, die brennt 20 Mal nach. Da kommt noch was nach. Ich war schon einmal vorher, wollte ich schon zum Zocken anfangen, aber dachte, nein, jetzt muss ich zuerst nochmal aufs Klo gehen. Da der Magen schon so, oh, so krampft, hat sich so richtig so wie zusammengezogen und dachte, oh, ich merke schon. Weiß ich aber, das passiert immer, wenn ich das übertreibe, aber ich muss es trotzdem tun. Es geht einfach nicht anders. Es ist leider, ja, es ist so. Quarz, Osmium und Obsidian, was haben wir denn hier jetzt schon? Von irgendwas zu wenig? Osmium! Oh! Quarz? Obsidian? Quarz und Osmium, na bitte, läuft! Ja. Nur ich bereue das dann halt nachher, dann früher oder später. Du wärst zwecks Schärfe. Nudelauflauf ist auch gut. Spaghetti hat es letztens wieder gegeben. Da muss ich mich immer eingraben drin. Export passt. Export passt. Export passt. Export passt. So, ich denke mal, wenn wir das 8 haben, die was das Teil hier produzieren und exportieren, könnte man da theoretisch in die Mitte jetzt so ein Ding stellen. Ja, das kenne ich, das haben wir eh schon mal geredet. Das kenne ich von den Spaghetti. Wenn ich Spaghetti sehe, muss ich es essen. Urviel. Das muss ich zusammenessen. Weiß auch nicht. Da gibt es kein. Wart mal. Das muss gegessen werden. Ich weiß auch nicht. Das ist so.
Habe ich nicht irgendwo so ein Teil vorher letztes schon aufgestellt gehabt? Ah, da waren die drei her. Ja, mach mal. Momento. Momento. Grün und dann mit Schwefel. Ja, Schwarzpulver, mit Schwefel. Habe ich nicht irgendwo so meine Produktionsverstärker dann schon lassen? Für was brauche ich die nochmal schnell eigentlich? Für die hier. Und diese Bioklumpen? Für die Leiterplatine. Eigentlich bin ich ja ein Blödmann. Ja. Glaube ich da, Terra. Das habe ich sowas, das ist immer geil, sowas. Ah, oh, scheiße, ich sehe gerade, dass ich eigentlich Käse mache. It's raining, man! Halleluja, it's raining, man! Habe ich das nicht irgendwo hier jetzt abgelegt vorher? Energieerhöhung. Druck, Wärme, Sauerstoff, Pflanzen, Produktion. Caroline Reaper. Ja, viel Spaß, greif's mit Handschuhe an. Ja, ich schau dann gleich, warte. Oh. Das schaut geil aus. Also auf dem Weekend-Kanal, also auf dem Discord, Bilder für alle, ist das Essen vom Wähler. Das schaut mir richtig gut aus. Ja, wirklich gut aus. Wenn ich an sowas denke, da feiei. Da geht's schon wieder los mit dem Futtern. Gut, Leute. Wir werden jetzt so ein Kilo Käse, oder was das alleine der Käsekalorien sind. Wahnsinn. Los, Handelsrakete, los! So, wir werden jetzt mal schauen, wo unser Osmium war. Osmium war in der Höhle. Wir haben nämlich zu wenig Osmium. Wir haben für den Dünger hier aber auch, sehe ich, zu wenig. Warum der T2 funktioniert? Die Zwiebel haben wir anscheinend genug. Ist der Kürbis, ja? Nicht Zwiebel. Gut, da können wir die auch rein dazugeben. Da gibt es ja mehr noch. Die da. Eigentlich könnte man uns ja alles da reinholen, da wäre es wurscht ist. Nee, das lieber nicht. Vergiss wieder. Machen wir lieber nicht. Ich glaube, wir müssten hier noch was aufstellen, ein paar von die. Platine, super Legierung, das kriegen wir hin. Ja,
Wir müssen hier jetzt nämlich etwas die Produktion erhöhen. Oh, jetzt müssen wir mal kurz sterben gehen. Da ist das Spiel ist wieder so, das Pochen hier ist so knapp vorher, dass du schon wieder gar nicht mehr reagieren kannst drauf. Selbstgemachte Nudeln. Das habe ich schon. Das kann ich nicht. Ich meine, es ist vom Prinzip her nicht schwer, aber ich habe es nicht so schwer, glaube ich, aber ich habe es noch nie gemacht. Wieso fehlen wir? Achso, ich habe es genau verkehrt rum. Scheiße. Aber das Coole ist, ich kann hier in dem Spiel jetzt alles in den Weltraum ballern, was ich eigentlich nicht brauche. So, wo ist jetzt der... Wo ist denn jetzt der, dieser Destroyer-Ding da jetzt gerade gewesen? Ach ja. Nee. So. Das alles wieder da reingeben. Das auch. Braucht jetzt eh keinen Hund. Ja, es braucht wirklich jetzt alles keinen Hund. So. Weil dann werden wir hier die Auberginen und Kürbis reingeben. Also, ja, und Kürbis. Und hier machen wir diesen Pilz dann. Na, aber Pilz gibt es ja, ich bin ein Depp. Gibt ja eh Pilz hier. Nudelmaschine. Ne, habe ich leider nicht sowas. Ich müsste das irgendwie händisch machen, also. Na gut, das hat sich das mit dir auch bald erledigt. So, wir brauchen Auberginen. Ne, wir brauchen Osmium. Also, wir haben noch Zeit. Schauen wir mal, wo unser Osmium rumkrebst. Ein Beschleuniger nehmen wir gleich mit. Zweimal das. Einmal grün. Und dreimal Obsidian. Immer noch mal schön essen. Oh. Wird das Wasser nicht mehr nachgeholt oder wie? Oh ja, hier. Ach sowas, das Fernmal verbrauchen wir recht viel. Mhm. So,
ist voll beladen. Tut mir übrigens leid, Karolin, Karolinchen, Funke. Berliner Funk, Berliner Funke. Jo, mein Freund, wir sehen uns wieder. Hat mich gefreut. Schau wieder her. Ist die schon hier? Nee. Schauen wir mal nach da oben. Da müssten ja irgendwo die... Da müssten irgendwo die Dinge sein. Die Osmium. Ja, da oben in der Höhle. Ich hoffe, dass Planet Crafter zu Release eine neue Map machen. Aber das wird es wahrscheinlich eher nicht spielen. Das wäre ein bisschen... zu viel des Guten, sagen wir so. Das ist so. Schauen wir mal nach, wenn wir die anderen zwei holen. Weil ich glaube fast, dass das nichts da drüben nichts bringt. Ich glaube fast, dass die Beete nicht beschleunigbar sind. Zumindest nicht mit dem, was ich hier habe. Nacht. Herr Wähler. Stefan. Schlaf gut. Ja, schieß Magier weg. So, jetzt schauen wir hier. Ist hier denn nichts mit Beschleunigung? Und hier? Steht schon 400 irgendwas Prozent. Die Energiemultiplikatoren, das Produktionsding, das muss ja mehr abbauen dann oder so. Nummer 1 mit. Aber hier steht irgendwie nichts dabei. Irgendwie glaube ich, dass das nicht funktioniert auf die Dinger hier. Macht aber gar nichts, dann bauen wir einfach die Fläche aus. Können theoretisch unten unter unser Ding über ein Glasböden machen und runterschauen auf die Beete. Ah, das wäre ja auch cool. Das wäre cool ausschauen, ja. Aha. Produktionszeit, das läuft! Werden wir gleich nochmal machen. Rakete landet gerade, sehr gut. Das müsste nämlich dann passen mit der... Das Target Dome ist irgendwie ewig offen. Ja, wie gesagt, mir wurde gesagt, ich habe das leider falsch gemacht damals. Sorry. Ich habe das wirklich nicht überrissen, dass ich da viel zu... dass ich das hin und her geschickt habe wieder. Bessere Grafik, Valheim, ja. Ja, kannst du mal machen. Wie gesagt, ich darf leider dort, das nicht aufnehmen. Ich bin auch registriert, aber ich darf das nicht aufnehmen, zwecks NDA. Wenn ich die Zeit finde, würde ich es aber trotzdem zocken. Aber da muss ich mal schauen, wie sich zeitlich, wie ich das hinkriege.
Du meinst Asker, glaube ich, war das, ja. Rot und der Stab und der rote. So, das schaut gut aus. Warte mal, jetzt könnte man gleich weiterschauen dann. Osmium soll, muss schneller produziert werden, ja, das weiß ich ja. Ja, Osmium ist weg. Osmium, Obsidian, das wird dann das nächste wahrscheinlich ausgehen, aber da ist doch genug da. Und diese Quarz. Die hier. Und bei den Quarz ist halt die Frage, was jetzt als erstes ausgeht, ne? Aber auch hier gehört Osmium dazu. Das heißt, wir werden einmal Osmium bauen. Da glaubt man wirklich, also das 2024er Jahr, muss man schon sagen, geht Survival Game technisch ja voll Kanne ab. Also da geht es ja nacheinander, da kommt bam, bam, bam. Von großen Release wie Nightingale, Enshrouded, Palworld. Palworld werden wir auch dann wieder zocken, weil das einfach cool war. Auf Max Level leveln und dann warten wir auf Content. PvP wird dann sicher lustig werden mit den Viecher. Auf jeden. Noch viele kleine gibt es eben dann dazu. Nun nehmen wir gleich, wenn das so geht. Alle 60 Sekunden. Bam. Alle 50. Bam. Fast halbiert die Zeit. Das muss ja jetzt so weitergehen. Zack, zack, zack muss das jetzt ergehen. So. Also Osmium haben beschleunigt. Jo. Gib dann Bescheid, falls, wenn du wieder da bist, nicht, dass ich dann vielleicht rede, dann ist nichts da. Bis du wieder was schreibst, lasse ich das mal mit in direkten Anreden. Dass du mal schauen kannst in Ruhe. So, was macht unsere Produktion? Ja, Osmium muss langsam wieder rankart werden. Pulsarquarz sind auch nicht mehr viele hier. Das ist irgendwie nicht so. Was war denn das nächstbeste zum Wegschicken dann? Das war nicht die Quarz selbst, ne? Wir sind hier. 9, 25 die Leiterplatine. 80, das schickt mir weg. Der Quarz. Man könnte aber die Leiterplatine auch nehmen, weil es wurscht ist, ne? Die sind gleich zurück, so. Wir werden uns hier nochmal fürs Osmium noch etwas machen, weil wir können dann noch was aufstellen beim Osmium, was ich gesehen habe. Blau, Regenbogen, Rot. Blau, Regenbogen,
Rot. Dann. Man das noch hinstellen. Aber ich muss schon sagen, es macht Spaß. Dieses Rumgecraft, das Rumfliegen, das Ruhige, man weiß, es steht nicht hinter jeder Welt, hinter jeder Ecke irgendein Typ, der da auf die Fresse haut. Das ist schon entspannend. Das ist wirklich entspannend. Was haben wir heute für einen Tag? Sonntag, das ist schön. Sonntagabend mal gemütlich. Sowas zu machen. Ich hätte halt auf den Export einstellen sollen. Ne, ist egal. Na gut, eine höhere Priorität müsste eigentlich. Das hat hohe Priorität, wenn das für mein Ding ist. Für mein, ich krieg Kohle durch das Zeug. So. Ich könnte noch einen aufstellen da irgendwo. Ein neues. So, das muss jetzt aber, wie viel kann der? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hängt fast am Maximum rum. Passt. So, jetzt sollte das einmal bald Geschichte sein, das Problem. So Leute, der Part nähert sich wohl oder übel dem Ende, aber keine Sorge, es geht auf jeden Fall weiter. Twitch gleich und auf YouTube im nächsten Video. Den hätte ich gern nicht mehr da drin, aber da kommt er eh nicht dazu. Gut, dann darf der die Leiterplatinen wegballern. Ciao. Der kriegt die hier rein, das ist auch okay, der hat den Start ermöglicht. Und der kriegt keinen Autostart hier rein. Würde ich prioritätstechnisch jetzt eher sogar runterschrauben. Auf 0. Hier hoch. So, jetzt wollen wir mal schauen. Was machen unsere Drohnen mit dem Zeug? Was ist jetzt hin? Denke mal, falsch. Pulsar-Quarz, die werden jetzt hier leer.
Ja, das Osmium ist gerade ein bisschen Mangelware. Das liegt aber auch daran, weil ich das Osmium doppelt brauche. Zeolit, Iridium, Uran. Zeolit, Iridium. Uran schauen eigentlich gut aus. Die Methan. Durch die Produktionserhöhung ist auch Methan gesichert. Und das auch gleich nochmal rein. Dauert noch, bis man da. Das dauert noch sehr lang. Ich fühle mich so halb fertig in dem Game. Wir hätten viel mehr so Fischdinge aufstellen sollen. Fische sind nur lieb. Jetzt sind wir wieder hier. Und wir könnten theoretisch noch ein paar so Teile aufstellen. Video durch! Lied durch! Na, ja, sehr schön. Und kommen ein paar schöne Spiele wieder, gell? Irgendwie verbrauche ich das grüne Ding nicht. Mal aufhören, das zu produzieren, kurz. Was brauche ich den grünen Dünger? Für die Larve ist mir wurscht. Under a Rock habe ich in einem anderen Video schon covered, weil das habe ich da schon drin covered gehabt, weil das im Endeffekt sehr gut ist, aber da hat sich vom Status nichts geändert, deswegen war es diesmal nicht drin. Ich erwähne es ja nur dann, wenn sich was geändert hat. Und The Alters kenne ich, habe ich auch letztens einen Bericht gelesen, gestern wiederum von dem Typen, der sich selbst dort immer wieder als Mitbewohner hat. Ja. Der Alters bin immer, muss ich mal anschauen. Da hat es jetzt ein Video auf GameStar oder was geben wegen einem Spielprinzip, wie das abläuft. Muss ich mal anschauen, ob das irgendwie. Ist ja auch ein Survival-Ding, aber mal schauen, wie das abläuft, ob das, wie genau das funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz überrissen, wie das Spiel jetzt funktioniert. Ob das jetzt ein ganz normales Spiel ist, nur mit halt immer dem Charakter, der was. Mein eigenes Ich mit anderer Frisur. Das muss ich mir mal anschauen. Aber ich kenne beide Games, ja. Wenn da mehr dazu da ist, werde ich es mitnehmen. Ich werde mal hier Wasser beordern. Pakstai ist nicht mein da, mir gefällt der Stil nicht. Das Spiel soll nicht schlecht sein. Da ich jetzt viele Spiele habe, muss ich irgendwo mal einen Strich machen. Ich habe Pax derweil mal rausgestrichen, weil ich einfach, wie gesagt, das ist nicht mein Stil. Dieser asiatische Affenkönigsstil da, das ist nicht so meins unbedingt. Aber wie bei so vielen lasse ich mich eines Besseren belehren, sollte es soweit sein. Nee. So kann die Kochstation, kann ich nicht irgendwie. Nö, ich mein Pakstai.
Da muss ich dann nochmal schauen, aber ich glaube schon, dass ich das Richtige meine. Ich kenne Packstyle, das war auch auf der letzten Spielemesse groß vertreten. Ja, es ist nicht Packstyle, das wo der Wukong da die Hauptrolle spielt. Okay, Leute, wir müssen die Osmium-Produktion hochfahren. Das reicht noch immer nicht. Muss ich nochmal schauen dann, ja. Aber aus irgendeinem Grund weiß ich, habe ich das nicht mehr auf dem Schirm gehabt dann. Aus irgendeinem Grund hat das gehabt. Ich weiß aber nicht welchen. Also wir werden das hier ein bisschen separieren. Das wird nämlich so nichts. Wir machen hier nur Klasse 2 Dünger rein. Weil das Problem, was ich habe, ist, damit der eine Dünger dem anderen den Platz ja wegnimmt, weil der eine wird immer weniger sein, weil der eine Dünger wird, für den Dünger brauche ich den. Und somit wird der eine immer rausgenommen, der andere reingeklickt und somit füllt sich das automatisch mit grün. So. Weil sollte der jetzt irgendwann nochmal anstehen. Der hier produziert eh weiter mit die Auberginen. Die weg sind mittlerweile. Wie gesagt, ich kenne Packstyle. Ich bin mir noch nicht sicher gerade. Ich müsste noch mal kurz reinschauen, dass ich mir wieder ganz sicher bin wegen dem Ganzen. Aber ich glaube, ich weiß, dass ich das aus irgendeinem Grund nicht mehr auf dem Schirm hatte dann. Es hat einen Grund gehabt. Ich weiß nur nicht mehr welchen. Ich gucke mal dann. Gucke mal. Gut, Leute, das war's mit dem Part hier mal für YouTube. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen jetzt noch. Ich mache auch noch einen Part. Ich mache nur zuerst meine Bienenfarm größer und erweitere die Osmium-Produktion und dann schauen wir sich die Portale wieder an. Also, Abo, Like, Comment, Leute. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Adios. Dranbleiben. Cool bleiben. Wir sehen uns. Ciao.